Das ist ja mal ein netter Brief. Hallo Leute und willkommen hier bei MiaPaket. Ja, ich habe hier einen netten Brief bekommen und bei dem netten Brief war auch noch ein paar Kopfhörerchen mit dabei. Die Picolet Beat Icons und das sind mal wieder völlig kabellose In-Ear-Kopfhörer, die ich hier zum Testen bekommen habe. Also es sind Testprodukte, habe ich nicht selbst gekauft, sondern der Hersteller hat sie mir zugeschickt. Aber dennoch gibt es hier meine ehrliche Meinung. Ihr wisst, wenn irgendwas nach Kacke riecht, dann erzähle ich euch nicht, dass das hier nach Hosenwasser riecht. Also wir testen die ganz normal. Aber ich bin auf die echt gespannt. Ihr seht schon so ein paar Features, die hier angepriesen werden. Auto-Pairing, dass die sich automatisch pairen, sobald man sie rausnimmt. Dass sie ein kleines Charging-Case haben, bis zu 15 Stunden Batterielaufzeit. Touch-Control auf den einzelnen Kopfhörern und ein Mikrofon in jedem Kopfhörer drin haben sollen. Und natürlich ein starkes Signal bis zu 12 Metern Reichweite bieten. Ansonsten Bluetooth 5.0 haben wir. Man kann sie leicht aufladen, gute Sprachqualität. Und sie sollen hier noch Intelligent Noise Reduction haben, was auch immer das bedeutet. Ich weiß es nicht und ja, die sind sweatproof, also die kann man zum Sport benutzen. Wer dann schwitzt wie so ein Tier, der macht die hiermit nicht kaputt. Das halten die Dinger aus. Und erstmal zur Packung, die ist echt nett gemacht, muss ich sagen. Denn die hat ja auch so eine Magnetlasche, macht man einfach an der Seite auf, faltet das ganze Paket einmal auf und bekommt hier schon direkt so ein paar Sachen erklärt. Zum einen, was hier drin ist. Wir haben kleine, mittlere und große Ohrstöpsel für drauf. Und dann steckt man es ins Öhrchen rein und soll es so ein bisschen drehen, bis es eben optimal im Ohrkanal sitzt. Schön. Und hier haben wir dann eben schon die Kopfhörer. Schauen wir uns die Dinger doch direkt mal an. Ich bin sehr gespannt drauf. Denn ihr wisst, ich suche ja immer noch die perfekten kleinen kabellosen Kopfhörer, die unter, sage ich mal, 100 Euro liegen. Und vielleicht kommen wir hier mit den Picolets der Sache ein wenig näher. Hier haben wir schon mal die einzelnen Kopfhörerchen. So sehen die dann aus. Und ich muss mich korrigieren, das ist kein Touch-Control, also kein Touch-Bedienfeld hier, sondern das sind drückbare Knöpfe hier auf den Picolets. Aber die sind schon recht kompakt. Hier kann man schön erkennen, einmal rechts, einmal links, die Ladekontakte hier und dann hier so ein kleines Metallgitter, wo dann der Sound rauskommt. Und kompakt sind die Dinger schon mal. Wenn ich mal hier flott so einen AirPod raushole, nur mal als Größenvergleich, dann kann man hier schon sehen, ja, die sind echt nicht besonders groß, die sind echt klein und kompakt, muss man schon sagen. Also quasi etwas größer wie so ein AirPod, wenn man hier unten sich den Stiel nochmal wegdenkt. Also das macht schon mal einen ganz guten Eindruck. Dann haben wir natürlich noch unser Ladecase. Na, mal schauen. Komm raus. Und ja, Leute, auch das ist ein echt kleines, kompaktes Ladecase. Also da bin ich ja ganz überrascht. Bisher waren die immer größer gewesen. Ja, leider hier immer noch mit Micro-USB dran. USB-C würde mir besser gefallen, aber naja, geht auch so. Die meisten haben ja eh nur Micro-USB-Kabel aktuell rumfliegen. Aber das wird sich alles ändern. Picolet-Branding auf der Oberseite. Und das Ding ist mega leicht. Also das fühlt sich super leicht an. Das fühlt sich sogar leichter an wie hier das AirPods-Case. Und schaut euch mal die Größe an. Wenn ich das mal hier so nebenhalte, boah, also ist schon kleiner, es ist dicker, aber dafür ist es schmaler als so ein AirPod Case. Und ich würde sagen, es kommt so vielleicht von dem Volumen in etwa aufs Gleiche raus. Also echt, ja, klein und kompakt gehalten. Schauen wir mal rein, wie es da aussieht. Vor allem, wie geht es auf? Na, auf der richtigen Seite geht es erstmal auf. So. Und ja, das schließt magnetisch. Also hier am Ende zieht ein Magnet die Klappe dann in Position und das geht auch nicht einfach so auf. Nö, das hält. Fühlt sich jetzt aber, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Material nicht so hochwertig an wie hier so die AirPods. Also man fühlt schon, das ist hier recht günstigeres Plastik, ich sag mal so. Aber dafür ist es klein und kompakt und geht zumindest mit Magnet zu. Innen drin sehen wir dann einmal, sehen wir hier den Magneten, der das Case dann wohl zuhält. Das sind hier die beiden, einmal hier, einmal hier. Und dann haben wir hier noch ein paar LEDs eingebaut, die wahrscheinlich den Ladezustand anzeigen. Und dann hier die Ladekontakte für die Kopfhörer. Und ich würde sagen, ich werfe einfach mal hier einen rein. Und auch die halten wunderbar magnetisch. Ihr seht, die muss man einfach nur hier reinlegen und die schnappen sofort in die richtige Stelle, so wie sich das gehört. Und dann bekommen wir hier auch eine Ladestandsanzeige. 3 von 4 Punkten ist hier noch voll und hier wird aufgeladen. Ja, also
klappen wir sie zu und mal schauen, wie fest die Magnete sind, die hier die Kopfhörer halten. Denn da gibt es ja auch jetzt hier bei den neuen Google Earbuds oder wie die Dinger heißen, da sind die Magnete ja echt nicht besonders stabil. Da kann man hier so schütteln und die fallen direkt raus, aber nee, bei den Beat Icons, das hält. Das hält auf jeden Fall gut. So, und wie gut die jetzt auch im Ohr halten und vor allem wie gut die klingen, das teste ich jetzt mal aus und dann kommen wir gleich zum Fazit. Aber vor dem Fazit steht noch das Pairing, also das Verbinden mit dem Smartphone. Das mache ich jetzt mal hier noch schnell. Ich mache mal die Klappe auf und schaue mal, ob das dann vielleicht schon irgendwie funktioniert, ob sie mir angezeigt werden. Ich gehe mal hier unter Bluetooth und wir suchen mal nach anderen Geräten. Und nein, da kommt also noch nichts. Also ich nehme sie mal aus dem Ladecase raus und normalerweise, oh, schaut mal her, ich habe sie nur rausgenommen und dann werden sie sofort hier angezeigt zum Pairen und hier blinkt es dann auch ganz wild. Also das ist ja einfach gar kein Knopfdruck notwendig, einfach nur aus dem Case rausnehmen. Und schon sind sie ja verbunden. Das ist ja mal eine coole Sache. Die haben ja auch dieses Auto-Pairing-Feature. Wurde ja hier groß angepriesen. Und dann schaue ich doch mal. Ich lege sie nochmal ins Case rein. Klappe zu. Und wir schauen, sie sind immer noch verbunden. Und jetzt ist die Verbindung getrennt. Ich mache nochmal hier die Klappe auf. Da verbindet sich dann noch nichts. Aber sobald ich hier die Kopfhörer herausnehme, sollte sich hier das Ganze nochmal automatisch verbinden. Ja, hat es auch gemacht. Wunderbar, das ist schon mal ein schönes Feature, dass man hier nicht jedes Mal nochmal pairen muss. So, aber jetzt höre ich hier mal ausführlich rein in die Geräte und dann kommen wir auch wirklich zum Fazit. So, endlich das Fazit, aber wo ist er denn? Ach, der war doch eben noch hier. Ah ja, hier, da ist er ja, der Bass, ja, den habe ich schon die ganze Zeit gesucht und zwar schon die ganze Zeit auch während meines Tests. Also, ich habe jetzt hier ausführlich reingehört in die Beat Icons und Licht und Schatten gefunden, Freunde. Und wie gesagt, was ich viel, viel gesucht habe, ist der Bass. Ich habe ihn nicht gefunden, außer hier auf meinem Zettelchen. Das heißt, die Dinger hier haben für meinen Geschmack einfach viel zu wenig Bass. Die sind sehr dünn im Ton und das hat mir nicht gefallen. Wenn ich die mal im direkten Vergleich hatte zu den Apple AirPods, die auch nicht besonders viel Bass bieten, wie ja all diese kleinen In-Ear-Lösungen, aber im Vergleich zu den Beat Icons doch wesentlich mehr Wumms nachher rausbringen. Also da war ich schon mal etwas enttäuscht. Das steht für mich ganz klar auf der Negativseite. Der Bass, der ist zu wenig. Noch eine Sache auf der Negativseite war hier die Konnektivität oder die Stabilität der Verbindung. Denn die beiden hier, die koppeln sich ganz klar untereinander. Das heißt, der rechte ist der Master-Kopfhörer, der linke ist der Slave-Kopfhörer. Der rechte koppelt sich ja dann mit dem Smartphone und dann auch noch mit dem linken Kopfhörer. Und die sind hier echt sehr anfällig. Wenn ihr da irgendwie mal rechts ans Ohr kommt, macht dort irgendwas, ihr kratzt euch am Kopf oder sowas, habt ihr direkt eine kleine Unterbrechung drin, bis die sich dann wieder untereinander gekoppelt haben. Und das hatte ich echt öfters gehabt, also nicht nur ganz sporadisch, sondern ja, ab und zu mal, immer wenn irgendwas in den Funkweg kommt, also da gehört auch gar nicht viel dazu, mal die Hand kurz davor und sofort gab es hier einen Verbindungsabbruch. Das hat mir echt auch nicht so gut gefallen. Wäre es nur ein- oder zweimal vorgekommen, hätte ich das unter neutral geführt, aber so muss ich das leider unter negativ führen. Tja, das wäre es aber auch schon mit den Negativpunkten. Kommen wir zu den Neutralpunkten. Und das war der restliche Ton, denn der Klang, der war ansonsten sauber und ja gut. Also da gab es keine Verzerrungen, da gab es keine unschönen, ich sag mal, Spitzen drin oder sowas. Das war ein klarer Klang, dem eben einfach nur der Bass gefehlt hat. Von daher war das völlig in Ordnung für mich gewesen. Auch wenn ich die Lautstärke hier höher drehen musste, wie bei vielen anderen Kopfhörern. Das heißt, wo mir sonst immer schon die halbe Lautstärke reicht, musste ich hier dann nochmal auf 3/4 hochdrehen, um ja die gleiche Lautstärke gefühlt hier rauszubekommen. Das Telefonieren hiermit hat einwandfrei funktioniert. Genauso wie hier die Bedienung über die eingebauten Buttons hier, Play, Pause, Vor, Zurück und diese ganzen Geschichten. Das hat alles gut geklappt. Lautstärke regeln kann man hiermit nicht, muss man dann eben am Smartphone machen, aber naja, das sind wir ja mittlerweile schon gewohnt. Und was das Grundrauschen anbetrifft, ja, das ist vorhanden, aber doch sehr gering, sodass es mich nicht gestört hat. Was den Akkuverbrauch betrifft, habe ich hier so festgestellt, 20% pro Stunde, das heißt, knappe 5 Stunden kann man hier mit den Stöpselchen klarkommen. Und dann hier unser Ladecase lädt die ganzen Teile dann nochmal, ja, dreimal komplett auf. Dann kommen wir auch zu den Positivpunkten. Akkulaufzeit finde ich schon mal positiv und auch das Ladecase finde ich echt
positiv. Das ist ein schönes Ding. Es ist klein, es ist kompakt, fühlt sich mehr an wie, ja, fast so wie ein Überraschungsei-Inhalt. Also ihr wisst ja, diese gelben Dinger am Ü-Ei. Aber es erfüllt seinen Zweck wirklich gut. Also die Kopfhörer lassen sich ja wunderbar reinpacken. Es hält magnetisch, ihr bekommt hier eine Ladestandsanzeige mit den LEDs. Es schließt magnetisch und vor allem, es ist so schön klein, kompakt. Schaut mal her, das verschwindet in der Hand. Das habt ihr auch in der Hosentasche drin, das stört nicht. Das finde ich echt super, das haben sie toll gelöst. Auch das Aufladen hier mittels Micro-USB hat gut funktioniert. Also, das Ladecase ist auf jeden Fall hier ein absoluter Pluspunkt. Außerdem ist mir hier sehr positiv aufgefallen, dass es keine Verzögerungen gibt, wenn ihr euch ein Video anschaut auf dem Smartphone. Es gibt ja Kopfhörer, da habt ihr dann irgendwie immer eine Zeitverzögerung drin. Das ist eine Katastrophe. Hatte ich hier überhaupt gar nicht gehabt. Also die Beat-Icons sind einwandfrei gelaufen. Sowohl hier bei YouTube als auch bei Amazon Prime Video oder auch bei Netflix. Da hatte ich gar keine Probleme mit. Also Video hier mitschauen, wunderbare Sache, hat bestens geklappt. Und auch das Koppeln und Pairen hier ist eine super Sache. Das haben sie bestens umgesetzt. Also so eine einfache Kopplung habe ich jetzt abgesehen von den AirPods bisher noch nie gehabt. Ihr holt die aus dem Case raus, tippt einmal drauf und die sind sofort verbunden. Ihr könnt auch zwischen den Geräten dann hin und her wechseln. Dann muss man halt erst bei dem einen Gerät Bluetooth ausmachen und auf dem anderen einschalten. Aber das Koppeln, was jetzt hier keine Apple AirPods sind, bei denen geht es natürlich noch einen Tick einfacher, aber wirklich nicht viel einfacher. Die haben nur noch den Vorteil, wenn ihr hier zwischen Geräten wechselt, müsst ihr nicht erst die Verbindung trennen hier bei den AirPods. Das muss man hier noch machen, aber ansonsten hat das Koppeln genauso gut funktioniert. Also das haben sie echt super hingekriegt hier bei Picolet. Tja, und was den Tragekomfort betrifft, der ist in Ordnung. Also ich habe hier ein bisschen Mühe gehabt, die manchmal in die Ohren reinzukriegen und da muss man sie ja noch ein bisschen drehen, sodass sie dann optimal passen. Also die Passform fühlt sich für mich lockerer an, als sie eigentlich ist. Ich bin damit rumgerannt, rumgesprungen. Die fallen euch nicht aus den Ohren raus. Zumindest bei mir war das nicht der Fall. Aber sie geben einem auch nicht so ein 100% sicheres Gefühl im Ohr, wie ich das von manch anderen Ohrhörern dieser Art kenne. Aber die lassen sich angenehm tragen. Kein Druckgefühl. Eigentlich alles okay. Ist ja auch ein sehr, sehr subjektives Empfinden, ob man das jetzt als gut empfindet oder nicht, je nachdem, wie die Öhrchen von euch gebaut sind. Aber das auf keinen Fall ein Negativpunkt. Das war, ja, sage ich, auch gut. Die haben gut gepasst. Und vor allem, sie stehen nur ganz minimal aus den Ohren raus. Das heißt, das sind mit die unauffälligsten In-Ear-Kopfhörer, die ich hier bisher im Test hatte. Tja, und mehr kann ich euch zu denen hier nicht mehr sagen, außer sie kosten 45 Euro, die Picolet Icons. Ne, Beat Icons heißen sie. Und ich verlinke euch die natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Sie bekommen von mir, ja, keine 2 Daumen hoch, aber 1 Daumen hoch auf jeden Fall, weil die Tonqualität eigentlich okay ist, abgesehen von dem zu niedrigen Bass. Das Pairen super funktioniert und ja, hier die Transportbox so toll, schön und klein ist und sie sich eigentlich komfortabel tragen lassen. Ich habe ja schon alles gesagt. Also, ich würde mal sagen, die bekommen 1 Daumen hoch. Kann man sich gerne mal anschauen. Am besten, ihr hört mal selbst rein, dann könnt ihr am besten rausfinden, ob die euren Ansprüchen genügen oder nicht. Ich fand sie echt schön, hätte mir gewünscht, dass da noch mehr Bass drin wäre, dann wären die echte, ja, Alternativen hier zu den AirPods geworden. Aber mit den Verbindungsabrissen und hier meinem Fehlen von dem Bass, ja, bin ich dann leider doch etwas enttäuscht worden, obwohl der erste Eindruck äußerst, äußerst positiv war. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!